Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen, super nicen, cremig, fresh, nicigen Tag. Und zwar heute wird die gereworked oder gereworkte LeBlanc gespielt, ja. Das heißt, ich bin ja ein Fan von der aktuellen LeBlanc, muss ich sagen. Ich spiele sie sehr gerne, auch wenn ich extrem mit ihr zacke. Trotzdem macht sie Spaß und das ist echt, das ist eine wichtige Sache, wenn ein Champion, obwohl man mit ihm zackt, Spaß macht. Natürlich ist mir dann irgendwann meine Elo doch zu wichtig, dass ich sie nicht weiterspielen kann, aber, ne. Das heißt, ich bin ein Fan davon, dass sie gebufft wird, aber wir wollen mal schauen. Es ist jetzt wieder die alte LeBlanc. Ne? Und wir wollen mal gucken. Wir spielen jetzt gegen Galio. Ist so ein bisschen räudig. Aber ich glaube, im Early Game können wir Galio tatsächlich töten. Habe relative Standardruhen mitgenommen. Habe mich tatsächlich jetzt für Scorch entschieden. Eigentlich spiele ich nie Scorch. Aber, so, wir können jetzt mit W wieder spielen, ne? Das ist, oh, jetzt hätte ich es fast sogar gedodged hier. W im Early Game. W ist natürlich jetzt wieder der Key einfach. Der Schlüssel auf LeBlanc. Ne, Max man ja auch als erstes für die Mobility, für den Wave Clear. Denn diesen alten Wave Clear haben wir ja gar nicht mehr. Der ist weg. Gibt es nicht mehr. Ne? Von wegen. Oh, er pusht hart, der Typ, Alter. Das ist übrigens ein neuer Skin. Er hat diesen Händchen-Galio. Ja, den gibt's jetzt quasi. Einfach reinspringen in die Gegner. Wave Clear. Mobility, Wave Clear, Damage, alles. Ja, können wir machen jetzt erst Level 2. Wo man sich auf jeden Fall dran gewöhnen muss, ist, dass das Siegel jetzt nicht mehr durch alle Spells drauf geht, sondern nur noch durch die Q. Ja, das heißt Q drauf und W. Zack, noch ein Auto-Hit hinterher und zurück. Ist netter Schaden. Kann man auf jeden Fall mitleben. Wir müssen halt aufpassen, dass der nicht sein komisches Magic-Schild immer aufbaut. Ne? Ich glaube, das kann ich. Kann ich das durch Autos delayen? Ich glaube schon. Hier muss ich ein Outfit vorher drauf machen. Na, so ungefähr. Zack. Der wird knapp. Ich glaube, der wird nichts. Und der wird auch nichts. Unlucky. Outfit drauf. Ja, oh, diese Kacke. Dieser Minion-Block. Von mir ist auch eine Q. Eine W. Oh, der hat diese. Hey, da konnte ich nicht mehr zurück. Der hat dieses scheiß Bone-Plating auch mit. Oh Mann, das ist jetzt echt nicht so. Ich hätte halt gerne ein normales, schönes Matchup. So eine Caster gegen Caster. So wie man es halt gerne hat. Seine Q sieht übel komisch aus. Aber ist okay. Hier kriegst du eine Kette, mein Freund. Outwit noch. Ja. 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 Alter, der macht aber auch. Hat der Ignite, der Boy? Der hat Ignite. Da müssen wir jetzt übel aufpassen. Er hat kein Mana mehr. Aber ich habe kein Leben mehr. Ist jetzt die Frage. Ja, vielleicht können wir ihm mit einer Kette aus der Entfernung ein bisschen. Okay, das ist interessant tatsächlich. Weil jetzt ist er nämlich tot. Outwit. Und. Boah, also ich werde jetzt nicht verbrennen, oder? Oh, das ist unglücklich. Und ich habe leider auch den Kill nicht mehr bekommen. Ich hätte ihn noch gekriegt. Ja, das ist wirklich schade. Aber es ist okay. Wir können damit leben, Leute. Wir kaufen uns jetzt einen Dorans. Ich habe mir überlegt, dass wir sehr wahrscheinlich auf... also, aktuell baut man sie ja sehr viel auf Gunblade, weil ihre AP-Scalings einfach scheiße sind. Aber ihre AP-Scalings sind jetzt wieder relativ gut. Und deswegen habe ich mir überlegt, gehen wir auf... Ludens. Ich denke, Ludens wäre eine sehr, sehr gute Option jetzt mit den neuen Items, mit den neuen AP-Items. Das wäre sehr einfach auf Ludens bauen. Ich muss aber generell sagen, ja, ich weiß noch nicht, was wir als zweites maxen. Da müssen wir uns nachher mal anschauen. Die E ist ja jetzt deutlich stärker geworden, ne, vom Damage her. Boah, wenn ich den Galio schon sehe, ne, das macht mich schon direkt mad. Ne? Vor allem, wenn ich ihn anspringe, kann er direkt taunten. Das ist auch fies. Wobei der Taunt dann ja nicht so ganz lange hält. Ne? Wir machen das so, machen das so, machen das so. Ja, wir müssen erst das Boneplating baiten, Leute. Wir machen ein Outfit-Feuer drauf, um das Boneplating rauszukriegen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir mal ein paar Minions hier bekommen. Ne? Oh, ich gegen so einen Full-Tank in der Mitte, ey. Komplett räudig. Ja, das heißt, Full-Tank. Er hat einen fucking Magiemantel, ey. Oh, was ist das denn? Okay, du kriegst direkt die Kette ins Gesicht, Freund der Sonne. Noch ein Outfit, noch ein Q. Ja. Also der Schaden, der ist eigentlich... Ich glaube, der Schaden von der neuen LeBlanc ist wirklich gut. Er ist halt gerade nur nicht gut, weil... Freaking... Full Magieresistenz Tank hier am Start ist, ne? Ist ein bisschen räudig. Der ist schon Level 5. Kriegen wir den? Nee. Schade, wir kriegen hier gar nichts. Kacke, ey. Also das Last Hit ist immer noch eine Katastrophe. Ne, das ist mit LeBlanc natürlich immer noch nicht so sweet. Ich würde sagen, wir gucken gleich einfach, dass wir auf den anderen Lanes was umbringen, ne? Also. Den Typen zu töten. Ist halt nicht so richtig geil, ne? So, Punkt. Hier haben wir 3 Punkte drin in der W. Das ist absolut in Ordnung. Oh Mann, ey, das ist aber auch... CS ist ja auch ein komplette... Ist einfach komplett GG. Das geht nicht. Also, schlecht. Und jetzt greifen wir noch den Fallschirm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber den kriegen wir, Leute. Den kriegen wir safe. Nice. Guck mal, ne? 15 CS haben wir schon. Geil. Einfach nur geil. Ja. Ich könnte ihn jetzt battlen, aber... Wir machen erstmal sein Bone-Plating weg. Komm. Outdoit, hier, viel Spaß, zack. So countert man Boneplating. Na, jetzt ist Boneplating nämlich einen Tag lang auf Cooldown. Allerdings hat er immer noch sein Magieresistenzschild. Das ist ziemlich räudig.
Auto-Tune. Ach, scheiße, die Q, die muss ich ja auslösen, ne? Das vergesse ich schon wieder die ganze Zeit. Ne, das ist ja nicht mehr so wie vorher, dass du einfach überall das Siegel drauf machst. Du musst das Q jetzt quasi am besten während der Kette drauf machen. Na, dann geht das. Während der Kette das Q drauf machen. Muss man auch erstmal drauf klarkommen. So, der will, der hat hier irgendwas, der ist schon Level 6. Hat schon wieder sein Magieschild ab. Wahrscheinlich Boneplating auch. Gucken wir gleich mal. Ich würde sagen, wir schauen aber gleich mal, dass wir einfach Botlane gehen. Und dann gucken wir, ob wir da irgendwo was umbringen können. Den noch mitnehmen. Das ist schön. Oh mein Gott, ich habe ihn bekommen. Wunderschön. Einfach wunderschön. So, den noch. Komm schon. Nice. Wir haben nicht viel Geld. Eigentlich hätte ich gerne das Buch für 1100, aber 1100 ist wirklich schwer zusammenzukriegen. Deswegen, wobei wir können hier, eine können wir glaube ich noch pushen so ein bisschen, oder? Es geht. Ah, wir können jetzt hier mit der W. Da muss man jetzt halt auch übel dran denken, Leute. Ne, die Ultimate kopiert den letzten Zauber, den ihr benutzt habt. Ja, das heißt, ihr könnt nicht mehr frei wählen. Na, ihr könnt jetzt sagen, okay, was ich gerade brauche. Sondern ihr kopiert den letzten Zauber. Wenn ihr als letzten Zauber die Q gemacht habt, dann habt ihr eine Arschkarte, falls ihr wegdashen wollt, weil ihr habt nur eine Q-Ultimate. Das ist halt wirklich schwierig. Und ich muss sagen, ich bin auch, ich finde, dass dieses Rework ein Schritt zurück ist, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich finde cool, dass sie LeBlanc stärker machen wollen. Ich finde das toll, ne? Dass sie ihr helfen wollen. Aber die aktuelle LeBlanc, so wie sie jetzt ist, sie hat coole Mechanics. Ne? Ihre, also man kann viel mit ihr machen. Sie ist nur ein bisschen schwach. Ne? Du kannst viele Outplays machen, gerade mit dem Doppelklon. Ja, die meisten haben ihn nur genutzt, um so Skillshots zu dodgen. Aber du hast die Möglichkeit, wenn du richtig Bock auf diesen Champion hast. Du hast auch so durch diesen Klon, der gespawnt wird durch deine Ultimate, kannst du den Gegner richtig krass verarschen. Ich finde, das sind richtig schöne Aspekte, die Spaß machen auf LeBlanc. Ne? Und aktuell ist halt einfach, ne, so. Auch, dass du dir aussuchen kannst, welche Ultimate du benutzen möchtest. Finde ich erst auch eine coole Sache. Ne? So kannst du sehr flexibel bleiben. Mann, ich kriege ja auch echt gar nichts, ey. Das ist aber auch richtig traurig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber Roam. Ne? Wie wäre es, wenn wir. Botlane ist halt eine Sivir. Wie wäre es, wenn wir Toplane uns den Gangplank snacken, Leute? Ne? Scheiße jetzt auf Galio, scheiße auf CS. CS braucht man. Ah, wobei Galio Gangplank geht der back. Ich glaube, der baitet, oder? Geht der shoppen? Er ist noch da. Er ist noch da. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Galio fehlt eigentlich auch. So, Punkt noch in Twin rein, ne, für Mobility, mehr Damage. Jetzt geht er, glaube ich, bei Kacke. Das ist ein. Oh, den können wir uns auch gönnen, Leute. Ich habe leider keine. Aber das müsste gehen. Zack. Na, da haben wir unseren ersten Kill hier gegönnt. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Können uns auch gleichzeitig hier den Buff holen. Na. Gangplank teleportet. Wir könnten ihn vielleicht sofort ganken. Das wäre eine Möglichkeit. Na, wäre. Also potenziell. Problem ist nur, Galio ist unten. Und ich habe hier einen Ward aus dem Busch gestellt. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wir probieren mal diesmal die Doppel-Q-Kombination. Das heißt Q, Q, RQ. Ne, ist leckerer Schaden. Ist leckerer Damage. Wir sind raus, das ist okay. Na, wir haben ihn jetzt. Also, das war jetzt quasi Q, R. Ne? Einfach zwei Qs drauf. Macht natürlich nicht so viel Schaden wie die normale Combo. Die Ketten-Combo. Aber ist natürlich schnell. Jetzt gleich testen wir einfach mal die Ketten-Combo. Ich glaube, wir kaufen uns ein Buch und Schuhe, das ist besser. Ne? Das ist besser. Das heißt, wir probieren gleich mal die Kettenkombo. Weil jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wo wir das zweite maxen. Hier ist ein bisschen Anzeigefehler. Das sind nämlich 20 Schaden für die erste Instanz und die zweite Instanz kriegt jeweils 40 Schaden dazu. Das heißt insgesamt 60 Damage. Hier kriegen wir aber links auch 25 und 25. Na, das ist auch definitiv nicht schlecht. Außerdem ist das Q natürlich leichter zu procken. Also kannst du halt nicht verfehlen. Deswegen würde ich sagen, packen wir jetzt erstmal noch einen Punkt ins Q rein. Ne? Hat man damals zwar auch gemacht, aber damals war sie auch ein bisschen anders, ne? Ein wenig anders. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal durchpushen, ne? Damals, der Wave Cube war halt echt toll, ne? WQ, das war einfach ein richtig schönes Gefühl, wenn, vor allem wenn die Minions dabei noch gestorben sind, was nicht so oft der Fall war, aber. So, vielleicht können wir Udi nochmal abfacken. Der ist nur Level 4, der Mann. Der ist halt echt, also mittlerweile vielleicht 5 oder 6, aber der ist relativ low. So, der will sich deine Vögel gönnen. Vielleicht kann ich das rechtzeitig stellen, ohne dass er sieht. Okay, let it go, let it. So, diesmal kommt. Ah, ich habe noch gar kein Ultimate. Also, die Ultimate hat jetzt insane viel Cooldown, muss man einfach sagen, ne? Also, richtig, richtig viel Cooldown. Holy shit. Q drauf, W drauf, Kette drauf. Auto-Hits immer ganz wichtig. Noch eine Kette drauf. Die Kette bringt, glaube ich, nichts, weil ich nicht genug Schaden habe. Wobei, Ignite drauf, ja. Ja, und Auto-Hit. Okay, passt. Galio ist tot, ne? Der Full-Tank Galio ist tot. Schön. Einfach nur wunderschön. Das ist natürlich so ein Counter gegen LeBlanc eigentlich schon, ne? Ein Counter, einfach tanken. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich.
LeBlanc E-Second 00001. Also das mit der Ulti ist halt echt krass, dass sie so viel Cooldown hat. Finde ich wirklich heftig. Also das könnte schwierig werden. Vorher konntest du halt in der Lane sehr variabel benutzen, schön. Vielleicht hat sie das auch zu stark gemacht. Vielleicht war es genau der Punkt, das weiß ich nicht. Und du konntest schön den Gegner poken damit, ne? So wie Katarina-Spieler das auch machen. Einfach mal die Ultimate drauf und let's go. Also ich stehe zwar 3-1 und ich habe noch nicht mal richtig Items. Bei der alten LeBlanc ist das Ding, die hat ewig gebraucht. Die hat, ich fand sie war, sie kann im Early Game so Kills machen, am besten mit einem Gank oder so, aber sie war nicht extrem stark. Oh Mann, Alter, 1-7, okay. Sie war nicht, ja, wir machen das anders. Sie war nicht extrem stark im Early Game. Und sie war erst dann, wenn sie ihr Gunblade hatte, so ab dem Midgame. Da hat sie richtig Gas gegeben, war mein Feeling so, ne? So bei Level 11, 12, 13, so wenn dein Gunblade fertig ist. Da, ab da ging LeBlanc ab, wieso? Und ist dann im Late Game aber auch, je nachdem wie fett du warst, aber trotzdem ein bisschen gedroppt wieder. Ne? Die jetzige hat natürlich super viel Power im Early Game, denke ich. Und kann dadurch einfach extrem krass viel schneller snowballen, I think. Na, wir können mal, wir scheißen auf Galio, wir scheißen auf CS, wir gehen einfach Botlane. Denn da ist Action. Na, ich bin unterwegs. Der Tower ist auch sehr in Bedrohung. Sie ist alleine, sie ist, oh, der stirbt noch. Ei, ich bin fast da, almost. Almost, almost, almost. Das Ding ist, wenn ich jetzt meine Weben nutze, um zum Rankommen, ist es nicht so geil. Weil, die brauche ich ja eigentlich, weil das ja mein Damage-Spell ist. So, Freund der Sonne, komm schon. Ah, okay. Na gut, scheiß Galio. Scheiß fucking, oh, Galio. Können wir den töten, ist die Frage. Hat der Boneplating noch? Nee. Q drauf, W drauf, W wieder raus. Boah, ey, Jungs, ey, aber den bringen wir um. Kette drauf. Auto jetzt immer schön. Ei, ei, oh, der ist genau vor mir angehalten. Ist der angehalten, weil ich ihn geroutet habe? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Auf jeden Fall absolut Kernreuden. So, wir haben noch eine. Wir haben noch eine Kette. Wird das was? Ich glaube nicht. Oder? Oh, my goodness! Hab! Oh, das Schild. Oh, sie hat mein Ding geblockt und dann hat der Speer noch getroffen. Ja, einen kann leider nur ein Spell blocken. Das ist natürlich unlucky. Also, ich muss bisher sagen, das Game läuft gut, ne? Also kann man sich nicht beschweren dafür, dass wir eine extrem harte Lane haben. Aber auch wenn ich es jetzt sagen muss, ist es halt nur meine Meinung, ne? Nur meine. Ich finde, bisher, die alte LeBlanc hat mehr Spaß gemacht. Muss ich einfach sagen. Also die alte, jetzige, die jetzige LeBlanc, die jetzt gerade auf unseren Live-Servern ist. Die ungeweckgemachte LeBlanc. Also ich finde, das war ein bisschen fresher, ein bisschen cooler. Gerade das mit dem Doppelklon-Spawn, das hat mir übel gefallen. Das heißt, wenn du eine Ultimate machst, dass sofort ein Klon kommt. Das fand ich unendlich nice. Da konntest du richtig schön den Gegner geil mit outplayen. Was kommt jetzt? Jetzt kommt einfach nur so ein dummer Klon, wenn du unter 40% droppst, ne? Kann auch mal nett sein, kann man den Gegner auch mit juken. Ist aber eigentlich ziemlich random. Ja, und dass ich jetzt auch nicht aussuchen kann, welche Ultimate ich nutzen möchte. Ne? Ich könnte jetzt nicht springen. Also, weil ich das Mana für das W gerade nicht hatte. Ich könnte nicht einfach RW machen. Das ging nicht. Ne? Das geht aber nicht. Na, jetzt können wir hier nochmal eine Kette machen. Zack. Das RIP, würde ich sagen. Das ist gut. Hier noch eine Q mit Ignite. Ah, Q. Hopp. Okay. Der hätte ich gar nicht flashen müssen. Aber ist okay. Dafür haben wir jetzt unser Loons fertig. Wir können eigentlich auch auf Magis gehen. Ja. Magis. So. Magis? Ich wollte Loons kaufen. Was, guck mal, das sind die Reflekte. Die Reflekte, Leute. So. Loons ist da. Ich denke, Loons ist jetzt ein extrem gutes Item für LeBlanc. Ne? Schön viel Power im Early Game. Schön. Das ist alles drin, ne? CDR. Damage, AP, Mana, ne, was man halt so braucht. Ne, und Gunblade, ich denke, man kann es immer noch machen, aber ja, ne. So, da machen wir einen Audit drauf, hier mal die W rein, zack. Ne, das sieht dann auch schon lecker aus. Wobei wir auch relativ big sind. Okay, das ist räudig. Q, Audit, W, bisschen juken, bisschen Audit-hitten, bisschen wieder zurückspringen, bisschen, ich habe nichts mehr zum Benutzen. Alter, er kommt wieder. Okay, Kette drauf. Q, okay, wir haben gar nichts. Leute, wir haben. Ist denn der W-Damage trotzdem reduziert? Hat man nicht damals? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Da könnt ihr euch gerne mit einbringen. Hat man nicht mit der W auch die Monster gewone-shottet? Ich meine, ich bin super fett. Ich bin 6-1. Wenn ich mit 6-1 die Viecher nicht one-shotte mit einer W, wann dann? Wahrscheinlich nie. Wir gehen direkt wieder Botlane. Da ist nämlich Action. Da ist Little Squirrel. Mal gucken, ob wir irgendwas machen können. Machen wir Q, RQ oder machen wir... Ich glaube, wenn ich Kette gehe, wäre besser, weil sie kann nur einen Kettenproc dodgen. Aber wir machen einfach so, wie es kommt.
Wir machen einfach so, wie es kommt. Wir machen mal hier eine Kette drauf. Okay, nevermind. Dann machen wir QRQ. Zack, das, ja. Ne, das ist halt, das ist LeBlanc-Damage jetzt. Der ist einfach krass, ne? Der ist halt nicht mehr gesiegelt, so, wo du auf Siegel warten musst und Siegel macht dann Bam. Sondern, jeder deiner Spells bringt den Gegner zum Explodieren. Ne? Weh, allein, das ist man gar nicht gewohnt. 300 Schaden. Das ist halt GG. Das ist halt GG. Das hätte die alte LeBlanc mit 7-1 definitiv auch geschafft. Da wäre halt aber der Damage halt komplett vom Siegel abhängig gewesen. Was nicht unbedingt gut sein muss, ne? Dass der komplette Damage daherkommt. Ich sag nicht, dass das toll ist. Aber da fühlt sich das einfach ein bisschen anders an. So, wir gehen mal. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt gleich einen Magis. Würde ich sagen. Wir kaufen den Turm. Wir kaufen den Turm, Leute. Turm ist gekauft. Dann gehen wir uns noch einen Magis, ne? Und dann gucken wir mal. Na, aber das Coole ist, wir haben jetzt halt CDR und Mana. Das ist. Sonst, das muss ich an dem aktuellen. An der aktuellen LeBlanc halt übelst krass ankreiden. Du kannst die aktuelle LeBlanc nur mit Gunblade spielen. Alles andere geht nicht. Ich habe mal probiert so, weil es mich mal interessiert hat. Weil ich so. Eine Zeit lang war ich nicht so der Gunblade-Freund. Da habe ich gesagt, okay, hey, wie machen wir das? Wir machen jetzt einfach. Wir bauen Magis first und gehen auf Morellos first. Ich habe null Damage gemacht. Ich habe niemanden töten können. Das war richtig räudig. Kernräudig war das. Ne, ich hatte ein paar Magi-Stacks, aber da war nicht so dieser Assassin-Effekt. So, du hast Schaden gemacht, klar, aber wie so ein Magier, ne? Nicht wie so ein Assassine. Wir gehen mal hier drauf, zack. Boah, guck dir das an, das ist ein W-Alleine. Ne, das W-Alleine knallt übel rein. Ja, gut. Ich meine, ich bin fett, ne? Aber trotzdem, das ist crazy. Das ist crazy. Tsukami, hat die hier gefordert? Will die jetzt zum. Ist der Red Buff da? Ne. So, nur der Einzige, den ich explodieren mag, ist Galio. Der will halt nicht. Oh, ich hab hier einen dicken Wally, einen dicken Fisch. Was ist das für ein... Das ist so... Ne, die alte... ich muss halt die Vergleiche ziehen. Ne? Die alte LeBlanc, das fühlte sich mit der W... Die hat null Damage gemacht. Das fühlte sich einfach so an, als wenn nichts passiert. Nothing. Not a single thing. We go in. Ja, macht ein Taunt. Ha, tschüss. Ja, das ist halt RIP. Das ist einfach gar nicht gewohnt. Nein, wir werden erstmal nochmal ein WQRQ machen, Leute. Ja, also, WQR einfach im Prinzip. Auf Gangplank. Hat der Gangplank Tank-Items? Er hat ein bisschen AP. Wir können es auch auf Sivir machen, aber Sivir ist halt... sie hat halt ihr Spell-Shield und mit etwas Pech blockt sie das. Ich will nur mal den Damage sehen. Na, das hat nicht ganz gereicht. Ich habe ehrlich muss ich sagen... Oh, my goodness! Ich habe ehrlich gedacht, dass etwas mehr Damage kommt. Aber es war definitiv okay. Na, der brennt. Der sollte RIP sein. Ne, dafür, dass es quasi Point and Click ist, was es ja tatsächlich ist, war das absolut in Ordnung. Guten Tag. Oh, ja, guck mal, ich habe fast... jetzt habe ich dezent das Problem eventuell. Wobei, es geht. Okay, ich meine, ich bin super dick mittlerweile, aber... Ich glaube, jetzt hat meine Passive... Passive. Ich wollte erst Passive sagen und dann Passive und dann haben wir Passive. Er hat mich jetzt gerade, glaube ich, übel gerettet. Ich habe es nicht genau gesehen, aber ich denke schon, dass die meinen Klon angegriffen haben oder sowas. Na, wir gehen jetzt immer rein. WQRQ. Gucken einfach nochmal den Damage-Test. Aber ich müsste halt eigentlich die W treffen. Das ist wichtig, ne? Aber ist egal. Na, das ist schon nett. Oh, was? Ach, stimmt, Leute. Ich habe was Übelstes vergessen. Was Übelstes in der Ko... Also, klar, man kann WQR machen. Aber... das RQ macht ja auch nochmal ein Siegel auf den Gegner drauf. Ich glaube, wir gehen die Morellos-Kugel hier. Na, da kommt ja auch nochmal ein Siegel, das müssen wir auch auslösen. Deswegen ist es am besten, stimmt. Am besten ist es, na, da muss man jetzt nach und nach erstmal wieder drauf klommen. Ich muss auch sagen, ich habe die alte LeBlanc nie wirklich viel gespielt. Ich habe sie gehasst. Ich war ein LeBlanc-Hasser. Ich glaube, davon gibt es auch einige unter euch. Zumindest von der alten. Na, am besten ist es, wenn wir das Q, na, ihr seht, jetzt ist unser letztes Spiel die Kette. Wir mimikieren ja immer unseren letzten Spell. Und ich mache vorher die Q drauf, dann kann ich nämlich erst R machen und dann Q. Dann lösen wir zwar wieder nur ein Siegel aus, aber das stärkere Siegel lösen wir aus, ne? Das etwas verbesserte Siegel. Das ist definitiv okay. So. Das heißt, wir haben jetzt unser Q, wir machen WRQ. So rum. Ja. Da ist unser Opfer. Ich glaube, ich flash einfach rein in sein Gesicht. Einfach mal, wobei... Ja, W... Oh, was? Ja, dann Q halt. 430, ne? Kennt man gar nicht. Wobei das Lunsonne noch mit drin war. So, Freunde der Sonne. Kommt mal her. Kommt mal her. W, R und... Oh, nein, das war... Oh, guck mal, da kommt... Ich hatte als letztes Spell das W benutzt und deswegen war auf einmal mein Q nicht mehr da. RIP. So schnell geht das, ne? Da muss man halt wirklich drauf klarkommen.
Das mit dem Weh, das macht mich so verrückt. Das merkt man wahrscheinlich und ich erwähne es auch die ganze Zeit, aber das macht mich halt wirklich verrückt. Das ist halt 460. 400 fucking 60 Damage. Das war nix. Ein Satz mit X war nix. Ei. So. Einmal bitte jetzt die Q, Leute. Ich will es nochmal sehen. Das wäre. Wobei ich hier bin. 15-1 müssen wir jetzt sagen. Ich bin fett. Da würde jeder andere Assassin würde auch one-shotten. Das heißt, wenn wir jetzt nicht one-shotten, machen wir nicht, weil es ist Point and Click, aber dann wäre es halt bad. So, Freund der Sonne. Okay, das war. Ach so, jetzt. Also. Es war, also eigentlich habe ich das nicht geplant. Aber es war interessant tatsächlich. Ne? Jetzt merke ich auch, wo mein Gehirn macht das Ganze nicht mit. Denn wenn ich natürlich Q mache und dann meine W mache, dann ändert er das wieder. Ne? So seid ihr ein bisschen eingegrenzt. Ihr könnt nicht so frei entscheiden, was ihr machen wollt. Ne? Das heißt, wir müssen auf die Gegner zulaufen. Ja, okay, let's another try, Leute. Another fucking try. Q ist ready. Ist aufgeladen. Dann gehen wir jetzt irgendwo hin. Vielleicht warten wir auch einfach her. RQW. Das wäre die One-Shot-Bam-Bam-Kombo. Das Problem ist, dass sie das blocken wird. Ah, ist egal. Sie hat meinen Ult halt geblockt, aber. Ja, aber okay, wie gesagt, wir sind 18-1, Leute. Ne? Da darf man jetzt. Also, man könnte jetzt OP Broken GG Well Played in den Titel schreiben. Sowas mache ich natürlich nicht, aber. Ich glaube auch nicht, dass die OP GG Well Played Broken ist. Aber trotzdem, ne? Habe ich überhaupt erwähnt? Ich glaube nicht. Oder habe ich es erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Vielen Dank übrigens. Oder habe ich es? Ich weiß nicht. An meine Mates, die hier mit dabei sind. Ne? Ich habe hier Legerion, Prinz Pornobalken, Jimin's Lee ist mit am Start und PBE Saphira. Vielen Dank für eure Unterstützung hier im Kampf gegen das Böse. In the fight against the Böse. Ne? Ich würde halt einmal noch echt gerne eine ganz normale Combo machen. Aber vielleicht sollten wir auch gucken, dass wir mal jetzt lange mir die Kiste ein bisschen zumachen. Ja, hier haben wir so eine W rein. Guck mal, also mit dem Wave. Also nee, irgendwas ist hier falsch, Leute. Irgendwas ist. Macht das weniger Damage an Minions oder so? Irgendwas ist doch falsch. Machen wir mal Ignite drauf. Das könnte sein, dass wir den zum Platzen bringen. Ja. Irgendwas ist hier falsch. Huh. Oh, er läuft genau rein. Also, dass ich mit der W keine Minions gewonnen. Wie viel haben die denn? 580. Haben die irgendwie mehr Resistenzen? Weiß ich nicht. Nee. Das wundert mich übel krank. Ich bin super dick. Noch. Also, dicker ist man in den seltensten Fällen. Okay, ich kann mir noch ordentlich was kaufen. Vielleicht liegt es daran, aber. Oh, der Gangplank lebt noch. Ich dachte, der wäre gestorben. Den hätte ich mir ja gönnen können. Na gut. Dann kaufen wir mal. Entweder ein Voidi oder vielleicht ein Rabadonions. Ich meine, Magiristens haben die eh keiner. Eigentlich wäre Rabadonions am besten. Das Problem ist, ich habe halt den falschen Stab. Oh, wäre auch eine Möglichkeit, aber. Machen wir es mal so. Ne? Dann haben wir das Ding hier auch weg. Haben wir Morellen mit am Ding Start hier. Ist okay, kann man mit leben. Ja, also ich mache euch oben auf jeden Fall eine Abstimmung rein, Leute. Was ihr. LeBlanc-mäßig, findet ihr es besser, dass ich gereworked wird? Oder wollt ihr eher auch die alte LeBlanc haben? Ich muss sagen, ich würde zwar eher die alte LeBlanc haben, aber wenn sie halt zu schwach ist, finde ich es halt nicht so cool, ne? Ein Champion, der halt toll ist, aber schwach, ist halt nicht so geil. Ne? Das ist halt, man könnte sagen, begrenzt geil, könnte man sagen. Na, das hier ist zum Beispiel halt auch toll. Das ist toll. Die alte LeBlanc war halt kein Assassin irgendwie. Oh, der ist räudig. Der ist räudig. Ei. Das ist das Problem, wenn man Tank spielt. Man macht halt keinen Schaden, ne, Galio? Man macht halt auch keinen Damage. Wobei, wäre er nicht auf Dings, wäre er schon 100 Mal gestorben. Okay, der ist auch RIP, ne? Er gibt hier mit Yasuo auch mal Gas. Mal einer, der nicht feedet. Komm, LeBlanc, one-on-one. Okay. Dragon Pit. Also, ich glaube nicht, dass ich ihn im one-on-one besiegen kann, weil er hat. Guckt euch die Magier-Sens an, ne? Ich hätte halt auch Magic Pen Schuhe haben müssen. Und, beziehungsweise den Stab, nicht Schuhe. Den Stab hätte ich jetzt gebraucht. Aber ist egal, ich würde es trotzdem probieren. Ich meine, im Prinzip kann ich nur verlieren, ne? Wenn ich ihn nicht besiege, dann hat eine 20 Einzelblon gegen den 3-7 Galio verloren. Und wenn ich
ihn besiege, dann hat halt eine 20-1 LeBlanc einen 3-7 Gallio gekillt. Na? Also man kann nur verlieren. Aber ich glaube, er will noch nicht, oder? Oder? Vielleicht doch. Ja. Vielleicht. Vielleicht? Ne, er will nicht. Ja, dann nicht. Dann nicht. Das ist doch so, wenn den Low Elo. Ah, oh, gute Kette. Machen wir nochmal hier so. Und zack. Und. Oh, er ist geflasht. Das freut dich. Komm, Q noch. Oh, es hat nicht mehr ausgelöst, oder? Wurde das Siegel ausgelöst? Glaube nicht. Glaube nicht. Oh, was? Ah, jetzt ist geblockt. Ei. Ei. Okay. Kommt die Sivir noch? Ne, die hat keinen Bock anscheinend. Okay, das ist okay. Mittlerweile ist die Ult halt echt relativ gediegen, der Cooldown, ne? Also ist okay. Müssen wir mal gucken, wie es auf Stufe 3 ist. Hier noch ein Audit machen. Wir müssen halt jetzt mal echt dieses scheiß Game hier beenden. Was ist hier los? Es geht schon eigentlich viel zu lang für so ein Game. Ich muss halt ihr Schild wegmachen. Das geht. Also von Sivir, falls sie kommt überhaupt. Okay, da kommt wieder der komische, der Läufer. Na, der Läufer ist auch wieder da, der kriegt gleich eine Kette ab. Jetzt, zack. Jetzt kriegt er noch WQ. Oh, never mind. Never fucking mind. Zack. Ja, na, immerhin kann sie nicht silenzen. Wenn jetzt die LeBlanc noch silenzen könnte, so wie sie es damals gemacht hat, dann wäre es komplett RIP gewesen. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Ne? Das alte LeBlanc-Science war wirklich absolut RIP. Nein, bitte nicht. No. Oh, das war knapp. This was a little bit knapp. Wo gehen wir hin? Hier? Kommen wir da irgendwie hin noch? Oh, okay. Da kommt noch eine Kette drauf. Ich habe leider kein Mana mehr. Das ist langsam ein bisschen knapp hier in der Q. Ohne W-Ignite. Hängen. Das reicht aber, oder? Audit. Okay, passt. Ich habe leider kein Mana mehr. Ich habe noch eine Kette. Und eine Ultimate hätte ich noch. Ultimate kostet ja nichts. Die haben wir, aber das war auch alles. Und Ultimate. Okay. Never mind. Aber eine Q. Komm. Q. Hängen. 95 Gold. Man muss halt aber fairerweise sagen, dass die Leute vom PB halt auch immer sucken, ne? Also sind halt zu 50% sind die halt immer Kernbad, ne? So wie der. Also. Da muss man sich, wenn ihr auch andere Videos von irgendwelchen YouTubern schaut, PBE, lasst euch nicht erzählen, dass irgendwelche Champs broken sind. Die einzigen, die broken sind, die einzigen Sachen, die broken sind, sind die Arme der Leute, die hier mitspielen. Ne? Also wahrscheinlich wirklich, weil sie spielen nur mit einem Arm. Ne? Wahrscheinlich aus dem Krankenhaus heraus. Ist absolut okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Dankeschön. Und wie gesagt, abstimmen. Auf Wiedersehen und tschüss.